Hallo Frau Karmann, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir bieten ja schon seit mehr als 10 Jahren einen Kurs im Bereich Rechnungswesen Expert Business an. Man kann mit verschiedenen Modulen verschiedene Abschlüsse erreichen, bis hin zum Manager Rechnungswesen und Controlling. Wie kam es dazu, dass Sie bei uns als Kursleiterin tätig wurden und welche Bereiche unterrichten Sie? Am einfachsten ist die Frage zu beantworten, welche Bereiche ich unterrichte. Es hat alles, was mit kaufmännisch zu tun hat, das ist mein Thema. Ganz speziell Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzwirtschaft, Controlling. Und wie es dazu gekommen ist, dass ich selber als Dozentin tätig bin, hat einfach damit zu tun, dass ich als junge Frau meine ganze Weiterbildung nebenberuflich gemacht habe. Und da habe ich oftmals Dozenten gehabt, die einfach aus dem Buch vorgelesen haben. Und da bleibt natürlich nicht viel hängen. Also habe ich mir gedacht, wenn ich mal jemals in die Situation käme, dass ich mal jemandem was beibringen muss, dann werde ich das bestimmt anders machen. Und die Gelegenheit hat sich dann halt irgendwann mal ergeben. Mit welcher Motivation und aus welchen Bereichen kommen die Teilnehmer zu Ihnen in die Kurse? Ich mache das ja jetzt schon seit einigen Jahren, dass ich hier bei der Abendakademie tätig bin. Und da hat sich eine Vielfalt an Teilnehmern angesammelt in meinem Gedächtnis. Bauunternehmer, Biologen, Sozialwissenschaftler, Sozialarbeiter, Geisteswissenschaftler, Leute mit Vorbildung, ohne Vorbildung, mit kaufmännischem Abschluss, ohne, die verschiedensten Gründe gehabt haben, sich entsprechend beruflich weiterzubilden. Ob das jetzt der elterliche Betrieb ist, in dem sie einsteigen wollen, oder die eigene Selbstständigkeit, die sie vorantreiben wollen, oder einfach das berufliche Festigen in der Branche, in der man gerade ist, um zum Beispiel beruflichen Aufstieg voranzutreiben. Bekommen Sie gelegentlich auch Rückmeldungen von Teilnehmern, die Ihre Kurse besucht haben? Ich stehe mit einigen meiner Absolventen, Absolventinnen regelmäßig in Kontakt. Die haben beruflich wirklich Anschluss finden können, konnten sich entsprechend sogar hocharbeiten, sich entsprechend festigen. Und ich habe mindestens 2 Damen dabei, die im Anschluss an diese Kurse, die sie bei mir belegt hatten, ein Studium aufgenommen haben. Also auch die Kurse, die wir hier anbieten bei der Abendakademie, sind so hoch angesehen, dass sie sogar auf diesem gleichen Niveau an der Universität hier unterrichten kann. Welche Tipps geben Sie Ihren Kursteilnehmern für den weiteren Berufsweg? Immer lernen, immer Anschluss halten. Der Fortschritt geht immer voran. Entwicklung gibt es immer. Man darf nie stillstehen. Es muss immer irgendwie weitergehen. Und wie sagt der Pfälzer immer so gerne? Alt wie Kuh und man lernt immer noch dazu.